Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zum IDS2 Multiplayer. Sie können losfahren zusammen mit den Klicky. Hallo. Hallo. So, ja. Ne, ich bin ein paar Ausfahrten links von dir, wenn du auf der Karte etwas größer guckst. Kann ich nicht. Navi ist so klein, Chef hat nicht viel ausgegeben. Ne, ich hab dich auf jeden Fall gerade gesehen. Ich fahre ja auf den Highway links, also ne, auswärts. Ja, also ich bin schon jetzt im Tunnel, ich bin schon außerhalb der Stadt. Ach, du fährst da rum lang, sehr gut. Ne? Ich fahre komplette andere Strecke. Ach, du fährst unten rum raus? Ich fahre unten rum raus, logisch, das ist kürzer. Oh, hättest du da mal vielleicht mal die Gusche aufmachen können? Naja, ich hab doch gesagt, ich stehe neben dir. Ich bin jetzt im Tunnel. Hab ich mir gedacht, naja, gut. Ja, ne, weil, wie soll ich hier aus dem Tunnel jetzt rauskommen? Ne, gar nicht. Ich frage mich, ob du überhaupt da lang gefahren bist. Hat dir das Navi das so angezeigt? Faxnetzplayer, hey. Ich hab einen Chat aus. Ich schreibe einfach hey zurück, oder? Mach das mal, Freunde. Hat ein Chat aus. Hoho. So. Au, 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 hier hat's aber bei einer mal richtig schön. Leg, keep distance und da wackelt er an der Leitplanke. Ah. Er hat auch jemand auf YouTube geschrieben, dass da mich gesehen hat. In der Nähe von. Jetzt drehen wir jetzt über den Tunnel hoch und runter und oben drüber fahren das Flugzeug, weißt du? Ja. Ein richtig schönes Bild, oben drüber das Flugzeug. Die LKWs auf der linken Spur und auf der rechten Spur liegt so Skoda auf dem Dach. Ich das mir jetzt mal auf der Bo7Max Computer, the world's greatest dummies oder so. Euer Lufthansa. Hallo, hallo. Es gibt dann irgendwie eine Kreuzung, wenn du von der anderen Richtung kommst, wo es dann auf diese Duisburg-Calais-Dings da geht. Ja, du fährst jetzt die Hauptstrecke, ne? Ich fahr jetzt im Süden halt lang, ja. Da muss ich ja neben abbiegen und dann bin ich halt auf dieser Duisburg-Calais-Strecke, ja. Genau, und ich fahr halt oben rum und vermeide die Sache. Ja, nee, du kommst dann auch auf einer Duisburg-Calais-Strecke raus, nur die halt eins weiter vorne. Ich bin halt hinten, wo du dann erst noch an der Tankstelle. Ja, da an der später auf die Straße. Genau, genau. Du hast dann nur noch den ersten Abschnitt im Endeffekt und nicht die komplette Strecke. Naja. Ja, und da hat nämlich einer gesehen, in der Nähe von Schneeberg, irgendwie bin ich ihm entgegengekommen. Mhm. Hat mir einer geschrieben auf YouTube. Hab ich jetzt so erst am Wochenende gesehen. Aber. Also, ich habe jetzt keinen Winken gesehen. Ne? Aber. Ja. Achtet mal auch nicht drauf. Nee, aber ich achte ja so nicht. Also, ich achte schon auf die Leute, ne, aber. Guck jetzt nicht in jedes Auto rein oder so. Alter, falsche Straßenseite. Da fährt ja lang. Wahnsinn. Ja, ja, das ist ETS. Naja, kriminell. Ich sprich dort über Goldwasch, da ist nichts los. Naja, das ist richtig. Ah, so, hier staut sich schon, oder was? Oh, ja, Tankstelle, sehr schön. Die hab ich gebraucht. Eieiei. Man will zufahren, die Herrschaften. Wir haben Vorfahrt. Danke. Ja, aber du wolltest ja von deiner Woche erzählen. Das hatten wir in der letzten Folge groß angekündigt. Jetzt leg aber mal los, ja. Jetzt wollen wir aber einen Kracher hören. Ja, den Kracher gibt's nicht. Ach, irgendwas hat bestimmt gekracht. Irgendwas hast du bestimmt runtergehauen. Die Flasche im Gedroschen oder so. Naja, die Kopfgeschichte habe ich schon erzählt. In einer früheren Version. Ach so, ja. Da haust du die großen Sachen raus, ne? Und wenn ich dabei bin, da hieß dann immer, oh, genau. Lass mal den reden. Du sollst ja auch zu Wort kommen. Ja, hab ich doch schon. Ja, ich weiß. Fast komplett durchgequatscht. Ich weiß. Das ist ja auch gut so. Deswegen, es ist ja das Projekt, wo auch mal du zu Wort kommen kannst. Ja, aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht. Halte Klappe, du hilfst mir. Halt die Schnauze. Blödsinn. Das ist halt das einzige Projekt, wo du aktuell mit bist. So. Und. Die nicht im Mund. Ach nee. Hopp, wo mein Boden läuft. Weil du nicht gegen Tetanus geimpft bist. Oh Gott. Nee, oh, jetzt hatte ich nach dem Knopf. Ich pasche mich. Genau. Ja, alles klar, wisst ihr Bescheid? Ja, erzähle. Ja, ne, die Woche nicht. Es war jetzt so in dem Sinne persönlich für mich nichts Spannendes dabei, aber es sind viele neue Projekte gestartet. Aha. Ja.
Also es geht um die letzte Woche. Es ging jetzt um die letzte Woche, genau. Ah. Da sind viele neue Projekte gestartet. Es ging ja am Freitag mit Gold Rush los. Ging weiter am Dienstag mit South Park. Ging weiter am Donnerstag mit Real Farm, Spin Tires. Das muss ja laut Beschreibung richtig Schrott sein, ne? Was? Real Farm? Real Farm. Ja, ja, das ist so Schrott. Genauso wie quasi der Landwirt. Ja, teilweise noch schlechter. Also es ist halt nicht. Es ist halt, die Idee dahinter war gut, aber gar keine Lizenzen von irgendwelchen Herstellern. Es gibt doch nur Tiere und Feld, ne? Tiere und Feld, richtig. Und das ist selbst sehr. Ja, es gibt auch nicht viele Maschinen. Also ich glaube. Kein Multiplayer, ne? Und kein Multiplayer, kein Modding, ne? Also ich glaube drei Gruber und dann war's das. Ne, und sowas und dann halt auch Triton und solche ausgedachten Marken wie Farm. Ne? Ja. Das ist sowas halt, also absolut. Ja, wie sagen. Ja, auf Steam relativ schlechte Wertung. Ne, ist richtig. Hab ich schon gesehen. Ja, ich bin ja gespannt, was bei allem, was bei dem Duoforming rauskommt, weil das sah schon ganz geil aus. Mhm. Und halt mal, wenn das Kettle in Kops nur endlich mal kommt, du kannst ja immer noch nicht dieses. Wie ist das, der Urban Beta? Nee, nicht Urban Beta. Early Access Alpha oder so. Nee, Early Access ist jetzt für 2018 geplant oder angekündigt. Oh, und da ging es eigentlich nur darum, dass du die BGA mal beliefern kannst, ne? Ja, so ungefähr. Da steht ja so drin, BGA und so, also wie der Strang so ist, nicht das komplette Spiel, sondern wirklich nur das. Genau. Das soll ja eigentlich dieses Jahr Mai schon spielbar sein. Richtig. War es für Mai, dann war es für Juni, Juli und jetzt ist es für 2018. Also ich dachte jetzt nicht, dass ich das Kickstarter jetzt für die nächsten 10 Jahre investiere, aber... ich hab's am Anfang mal drauf gehabt, wo das allererste bewegte Bilder, die du spielen konntest. Mhm. Aber ich habe mir jetzt nicht jedes Update da gezogen, was du da machen kannst hier. Das, wie du das vorgestellt hast oder so, weil ich sag mal, ich spiele das mal so und so. Gerade das mit den Hotkeys, dass du dich selber belegen kannst, das ist ganz cool gemacht. Ja, ich glaube 1 bis 8 oder was du da belegen kannst, was du ja glaube ich irgendwie nie gemacht hast. Nö, ich habe es dann eben mal probiert, hat aber nicht richtig verstanden, hat dann aber irgendwie nicht richtig funktioniert. Ja, da hast du vielleicht das Falsche genommen. Da schaltest du ja nicht so direkt wie die Gruppen durch, sondern du hast halt die Testen einfach nur so zack und dann sind die da. Also, ja, da kann so sein, dass du dann irgendwas hinzugefügt hast, was bei dem Traktor zum Beispiel vorne war. Ja, aber ja, nee, ich muss ja auch jedes Mal das Spiel neu installieren, wenn ein neues Update rausgekommen ist, weil der Launcher immer abschmiert. Das ist halt auch immer so eine Kunst für sich. Ich glaube, ich bin jetzt auf der Strecke. Alter, oh ja, gut, dann da kommen wir schon der ersten entgegen. Ich bin jetzt von der Autobahn runter, rechts runter, ne? Der war noch ewig weit entfernt. Rechts abgebogen, was macht der Typ, da kommt von ihnen angeschossen, Lehstube, hupp wie Sau, auf der Landstraße fahre ich auch 120. Naja. Und wenn ich sehe, dass einer einbiegt, dann muss ich da auch dran vorbei. Das ist richtig. Bescheuert, Alter. Boah, der Knacke. Solche musst du klein, da musst du so eine virtuelle Hitbox einfach links neben dir aufploppen lassen können, weißt du? Hier ganz kurz so puff und dann muss der von 150 oder von 100 direkt auf 0. Nicht zur Seite fliegen oder so, sodass er da steht, könnte eigentlich weiterfahren, hat aber 100% Schaden. Das bräuchte ich dann. Zack, puff. So, naja, da kommst du eher an wie ich. Ja, das würde ich jetzt mal noch nicht sagen. Ich habe jetzt noch 110 Kilometer. Ich überhole dich auf der Strecke per se nicht, also bist du nicht. Auch nicht, geht auch nicht, weißt du, wie kommt. Erklär das mal denen, die ganze Zeit überholen, ab was kommt oder nicht. Jetzt hat sich ja einer mitten da, ist gerade gespawnt, ne? Naja, das ist normal. Wie kann man sich da auslocken? Gar nicht, Unfall oder halt Savegame geladen oder halt vom Admin gekickt worden und dann halt dort wieder eingeloggt. Dann die Kurven fahren, da siehst du genau, wahrscheinlich, weißt du, wollen sie geil sein. Das erste geile Lenkrad gekauft, 70 Euro. 1 nach 5 Winkel von 3%. Und dann kommt da so eine Kurve, die ein bisschen steiler ist. Ja, und dann fahren die bei dir bei einer Rechtskurve dort lang. Du musst ja erstmal in die Wiese rein. Guck mal, bist du bei mir in der Nähe? Nee, also ich komme jetzt an der Stelle, wo du aufgefahren bist.
Ach so. Ja, da fahre ich jetzt gerade lang. Durator Quack EDCI und hat ganz groß die Fortpflaume als Bild. Hm. Ich kenne da nur den Duratec, aber haben wir jetzt eigentlich den eingefahren, so am Pfosten? Okay, dann wird's entspannt. Okay. Kann mal gespannt sein. 28 Leute in der Nähe. Oh. Wenn es nicht mehr oder nicht, überstehen wir das noch. Okay, jetzt sind schon 40 Leute in der Nähe. Und da hat sich wieder einer eingeloggt. Und noch einer. Und jetzt steht's. Oh, ich bin jetzt an der Grenze. Bin jetzt in Deutschland. Jetzt steht sie aber auf der Straße. Jetzt ist kompletter Stau. Mhm. Ja, wo ich bin. Ich bin jetzt. Ach, ich bin oberhalb von Duisburg. Mhm. Duisburg ist genau unter mir jetzt drunter. Mhm. Ja, das ist ja die Landstraße, die da rüber. Ja, ich wollte gerade sagen, du fährst dann ja noch eine ganze Weile. Dann oben runter und dann rechts wieder zurück. Genau, genau. Oh ja, stimmt, hier ist eine kleine Ansammlung. Ein kleiner Rückstau. Da kommen alle in Pink, das muss irgendwie ein Konvoi sein. Zack, der ist drauf gefahren. Oh, der war sogar solo unterwegs und hat es nicht geschafft zu bremsen. Das müssen wir erstmal schaffen. Die kommen ja alle in Pink. Die Trailer komplett pink? Dann gibt es einen komplett pinke Trailer. Das kannst du durch irgendwelche Modifikationen einstellen. Also, so, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, aber ich glaube schon. Kannst ja auch deine Spieldateien, darfst du ja in gewisser Art und Weise darfst du die ändern. Hm. Und Farben sind glaube ich erlaubt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was macht ihr hier? Freunde. Fahrt doch mal langsam. Fahrt einer rückwärts. Oh. Die kommen aber alle fast mit Renault Premium, also Account vielleicht gerade erstellt. So ein pinker Typ. Leute in der Nähe, jetzt sind schon über 50 Leute in der Nähe. Aber hier vorne muss ich dann glaube ich schon irgendwo abbiegen. Zack, wieder hinten drauf gefahren, sehr gut. Hier ist da mit der Rolle, der an mir vorbeigefahren ist. Alex Russ. Ah ja, jetzt kommen mir diese pinken Typen auch entgegen. Er sieht doch das vor mir, wenn er ist, oder hast du so eine scheiß Grafikkarte, dass ich vor dir aus die LKWs aufbauen, wenn sie 2 Meter da stehen? Wo ist er einer? Wo soll ich denn hin? Da gibt er von hinten Lichtschube, dass bei mir drin alles hell ist. Sieht doch jetzt nach vorne, die große Kabeltrommel hat, die ist nur schwer, und das DLC nicht hat, kein nichts dafür. Schauen wir. Alter. Einfach mal angetan. Au. Au. Jetzt hat's denn sowas von zurückgesetzt, den einen. Ja, hier ist richtig was los jetzt, der Kreuzung. 70 Mann. Wunderbar. Einmal volle Esse zurückgesetzt. Ich glaube, das jetzt schon. 20%, 4% an der Ware. Und gerade noch bei 0. Wie kommen sie in Duisburg nicht an 2 rein? Na, hätte ja jetzt was geklappt. Der ist bloß vor, und dann dachte ich schon. Komisch, da wird jetzt aber. Das ja, sieht ja aus, als würde der zur Seite driften. Und auf einmal geht's. Puff. Richtig. Ja, das ist. Das, da muss ich dir zustimmen, das ist richtig. Es klappt ja auch, aber nur fast. Ansonsten ist schadensfrei nicht. Es kommt immer irgendwas. Ja, weil aber andere eine Holzleitung haben oder sowas. Ja, ne. Ja, entweder schlechte Internetleitung oder schlechter PC, dass die halt kaum Frames haben und wenn die auf 0 Frames fallen, bleiben die ja stehen. Und zucken. Ja, na da, na gut, 85er Ping hat er. Ja. Das
Geht noch. Marcel, will ich noch nehmen mit 135, 113. Was für ein Zucker haben wir auch vor uns? Ey, wenn ich das ganze Ding durchgucke, ich bin der besten Ping von allen, die bei mir angezeigt wurden. Hm. Und da stehen die Server und brüllen. Ich denke mal, die haben normale Server, ne? Ich frage mich nicht, wo die hosten. Das hat ja nichts mit STS hier zu tun. Ich bin ja, ich glaube, der Projektmanager. Ja, es ist ja. Aber, der Projektmanager ist kein Deutscher, ich glaube, das ist ein Pole. Ja, nicht klar, der Mod, die Mod kommt ja auch von Polen. Aber wenn sie ein bisschen schlau gewesen sind, haben sie entweder im deutschen Lande oder. Weiß ich nicht. Frankreich. Wahnsinn. Die wollen fast alle hier, die wollen links rum, die anderen wollen rechts rum. Ich weiß nicht, warum das so lange hier an der Kreuzung steht. Kann ich auch nicht sagen. Alles klar, jetzt geht hier irgendwie eine Sirene gerade an. Es geht gerade. Ist das eine Hupe, die man machen kann? Nee, dann ist das Polizei. Also Admin mit Polizeiauto. Die haben richtige Polizeisirenen drin. Ah ja. Aua, was zum Teufel. Und da fällt er um. Und ich mache ein Foto. Der Alexander Russ, der hat jetzt hier, er ist vor mir gefahren und hat, dann kam dieses Wii von hinten. Ja, und jetzt schreibt er Kotznick Admin, Ferry XD, sorry. Kam mit so einem Auto, Wii U, ist an dem, hat den vorne vollgeschnitten und dann hat den LKW komplett ausgehoben. Und ist auf die Seite gefallen. Mit der schweren Kabeltrommel. Muss man dazu sagen. Da kommt er jetzt klar hier. Wir fahren eigentlich rechts. Das war in Admin seine Schuld. Muss halt auch mal sein, ne? Naja. Aber so kann man, weißt du, auch einer da recht hat, so kann man auch ein Chaos verursachen. Warum muss der hier langfahren? Soll der von oben drauf gucken und die Sau regeln? Da muss doch nicht hier langfahren. Sind wir da vorne? Wir sind aber erstmal wieder fertig hier für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Den restlichen Part werden wir brauchen, um nach Duisburg reinzukommen. Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann. Haut rein. Tschüss. Tschüss.